Wirklich beeindruckende Vorstellung. Du hast richtig Geschmack bewiesen bei der Auswahl des neuen Kampagnengesichts. Und hey, die Kleine ist auch noch handwerklich begabt. Was will man mehr? Also ihr hättet mir ruhig sagen können, dass ihr bei der Kampagne in so eine Richtung denkt. Das ist eine Katastrophe. Rebecca, jetzt krieg dich wieder ein. Die Öffentlichkeit liebt sowas. Nicht so auf. Wir haben Elsa einen Gefallen getan. Ein Gefallen? Ja, stell dir doch mal vor, Candy O wäre wirklich das Gesicht von LCL geworden. Weil ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass die Handwerker dann mehr Bock auf die Mode von LCL hätten. Aber andererseits hatte die Gute in dem Film zu wenig Klamotten an. Wie sich herausgestellt hat, hat Gina eine Vergangenheit mit einem Mann namens Mr. Profi. Ich kann es immer noch nicht fassen. Unser LCL Green-Gesicht ist ein Pornostar. Tut mir leid, ich bin einfach total geladen, sonst hätte ich das ein bisschen sensibler rübergebracht. Schließlich warst du ja mal mit ihr zusammen. Nein. Was denn? Du wusstest das? Seit wann? Seitdem ich am Set war. Was? Du bist der Profi? Ich hab nur... Ich will's nicht wissen, ja? Sag nichts. Rebecca! Spaß dir. Das hat nichts mit Gina zu tun. Was? Was ist denn jetzt noch passiert? Das ist nicht wichtig. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Kann ich dir bitte etwas kurz erklären? Danke, aber je weniger ich über deine Porno-Vergangenheit weiß, desto besser. Ey, sag mal, kann es sein, dass du so prüde bist? Ich bin überhaupt nicht... Und außerdem bin ich dir keine Rechenschaft schuldig. Und mir muss es auch nicht peinlich sein, im Gegensatz zu dir. Und warum kannst du mich denn nicht ansehen? Natürlich kann ich das, ich will's nur nicht. Sag mal, hast du eigentlich in die Augen des Darstellers geschaut? Dann hättest du nämlich gewusst, dass ich es nicht bin. Nur zu deiner Information. Als uns dieser Film gezeigt wurde, ja, da konnte man nicht die Augen des Mannes sehen. Sondern nur sein... Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Du warst es also nicht? Ich war nur der Beleuchter. Bist du eifersüchtig? Eifersüchtig? Tja, wie kann man nur so eingebildet sein? Ja, warum bist du dann sauer? Weil du wusstest, als Gina sich bei uns beworben hat, dass sie in einem Porno mitgespielt hat. Und du hättest zugelassen, dass wir sie zum Gesicht von LCL Green machen. Weißt du eigentlich, was davon abhängt, dass diese Kollektion ein Erfolg wird? Wir haben jede Menge Geld da rein investiert. Ganz viele Arbeitsplätze hängen davon ab, ja? Wie oft sich diese Kollektion verkauft. Und wenn Gina sie vermarktet hätte, dann hätte uns das den Kopf kosten können. Von unserer Glaubwürdigkeit ganz zu schweigen. Ach, was verstehst du denn schon von Glaubwürdigkeit? Es tut mir leid, ich habe einfach nicht dran gedacht. Das macht es jetzt auch nicht besser. Sag mal, wie schaffst du das eigentlich immer? Ich denke immer, ja, der ist eigentlich ganz okay. Und im nächsten Moment, da zeigst du mir, dass man dir nicht vertrauen kann. Ich habe nicht gelogen. Ich habe es einfach nur vergessen. Du lügst, du sagst nur die halbe Wahrheit, dann... Vergisst du die Wahrheit zu sagen? Weißt du, am Ende, da kommt immer das Gleiche heraus. Du warst das, gibst zu. Ich? Ja, wer wusste denn noch von dem Film? Von dem Porno. Ob du es glaubst oder nicht, es gibt auch Männer in Düsseldorf, die Pornos gucken. Und einer von denen wird dich gesehen haben. Blödsinn! Ich weiß jedenfalls nicht, okay? Ganz egal. Du musst mir helfen. Ich muss gar nichts. Doch, ich habe die Lahnsteinsippe in der Hand. Aber es gibt da so einen Wisch von mir. Oben in Tristans Büro. Von mir unterschrieben. Das brauche ich zurück. Was für ein Wisch? Ach komm, ich will's gar nicht wissen. Wenn ich das Teil zerreiße, dann müssen Sie mich wieder einstellen. Aber alleine komme ich nicht ins Büro. Nein, niemals. Dann erfährt deine Rebecca, dass das Model beim Casting Brechmittel im O-Saft hatte. Und dass du davon wusstest. Pass auf, lass Rebecca da raus, okay? Sie wird nichts erfahren, wenn du spurst. Schlecht Dach gehabt? Kann man wohl sagen. Ja, dir wäre das natürlich nicht passiert. Ich bin ja hier der Chaot, der immer alles
falsch macht. Du bist ja hier Mr. Perfect. Bisschen schwarz-weiß, aber im Großen und Ganzen. Franz, aber kann man mit dir eigentlich mal labern, ohne dass du den Moralfuzzi raushängen lässt? Mein Freund baut auch öfter Mist. Und jetzt hat er einen riesen Haufen Mist an der Backe. Du willst meinen Rat? Nicht ich, mein Freund. Ach so, für deinen Freund. Okay, komm, schieß los. Ja, er, also mein Freund, hat Scheiße gebaut. Wurde dabei beobachtet. Wird jetzt erpresst, sodass er noch mehr Scheiße bauen musste. Hör mal, Tim, wenn du mir jetzt hier eine Straftat gestehst, habe ich ein Problem. Frank, kannst du mir bitte einfach mal zuhören? Er wird jetzt wieder erpresst. Und jetzt müsste er jemandem schaden, der ihm nicht egal ist. Und jetzt weißt du nicht, wie er aus der Nummer wieder rauskommen soll. Ist es eine Option, wenn er der Person, die er kennt, einfach alles erzählt? Die ganze schmutzige, vermutlich illegale Wahrheit? Um nicht weiter erpressbar zu sein, verstehst du? Was wären die Konsequenzen? Das würde die Meinung über ihn nur bestätigen. Und wenn er ihm irgendwie klar macht, dass er sich geändert hat? Die Chance hat er leider vergeben. Aber danke trotzdem. Nein. Ich hab's noch gar nichts gesagt. Ja, aber du wirst gleich was sagen. Und vermutlich etwas, was Gina oder auch Candy O dir aufgetragen hat, mir zu sagen. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass Gina dich in der Hand hat. Wegen irgendwelchem Mist, den du verbockt hast. Aber natürlich nur, weil du keine andere Wahl hattest. Hier, das ist Jasmin. Das Model, die war mit Gina zusammen im Casting. Ja, und dann ist sie krank geworden. Gina hat ihr Brechmittel ins Glas getan, um die Konkurrenz auszuschalten. Ja, ich war dabei, ich hab's gesehen. Also, wenn du mir einen reinhauen willst, dann mach's bitte jetzt, denn ich hab's verdient. Hau ab, ich möchte dich nicht mehr sehen. Ja, ich hau ab. Aber vorher will ich dich echt warnen. Vor was? Vor Typen wie dir? Die einem die ganze Zeit nett anlächeln und dann in einer Tour verarschen? Rebecca, es hat einen Grund, warum ich dir das erzähle. Ja, natürlich. Gina erpresst uns. Sie will von mir den Schlüssel haben fürs Büro oben. Die Verschwiegenheitsklausel. Sie will sie vernichten. Keine Ahnung, warum. Aber zumindest weiß ich, dass sie nicht nur mich in der Hand hat. Sie ist noch lange nicht fertig mit der LCL. Pass auf dich auf. Ich pack meine Sachen und bin dann auch weg, aber ich will, dass du weißt, dass mir das hier echt was bedeutet. LCL und ich bin nicht nur ein Arschloch. Unzuverlässig, verantwortungslos. Ich wusste das alles von Anfang an. Aber irgendwie hast du es geschafft, mich davon zu überzeugen, dass etwas in dir ist, was ausbaufähig ist. Und dafür könnte ich dich ohrfeigen. Es tut mir leid. Nein, ich möchte kein Wort hören. Du bist mitten in deiner Pubertät stecken geblieben und sowas kann ich nicht gebrauchen. Besser gesagt, LCL kann sowas nicht gebrauchen. Außerdem laufst du immer weg, wenn es ein bisschen schwierig ist. Also, willst du diesmal wieder weglaufen oder willst du mir beweisen, dass dir das wirklich alles was bedeutet? Also LCL meine ich. Ich will es dir beweisen. Du kennst Gina am besten. Wie schaffen wir es, sie loszuwerden? Endgültig. Einbruch, was du hier machst. Oh, hat der arme kleine Timmy Angst, dass seine Rebecca erfährt, was er so treibt? Hey, das ist nicht meine Rebecca. Ja, schon klar.
hab sie. Und ich hab sie. Bitte lächeln. Ach, was sag ich denn? Sie sind ja Profi am Set. Sie können mir gar nichts. Ja, Schnellchecker sind Sie auch nicht, oder? Das, was Sie hier gerade zerrissen haben, das ist eine Kopie. Und das, was ich hier auf meinem Handy habe, das ist ein Beweis für einen Einbruch. Ich finde übrigens, das ist Ihr bester Film. Deshalb werde ich ihn auch behalten, falls Sie sich noch mal bei uns bewerben wollen. Ach ja? Dann erzähle ich Ihnen mal was über die restlichen Angestellten. Warten Sie. Ich finde, wir sollten vorher anstoßen. Wie wär's mit O-Saft? Wir müssen ihr ein bisschen Zeit geben. Sie ist wirklich nicht so die Schnellcheckerin. Momentchen noch, gleich hat sie's. Du hast ihr alles gesagt? Du mieses Arschloch, jetzt zahle ich das heim! Falls Sie sich LCL noch mal nähern sollten, dann gibt's eine kleine Filmvorführung. Und zwar bei der Polizei. Und jetzt raus hier. Das Taxi bringt Candy auch direkt zum Flughafen. Schön, wenn ich helfen konnte. Und du nimmst jetzt auch ein Taxi? Nee, Fahrrad. Gina hat ja vorhin gesagt, deine Rebecca. Hab ich mitbekommen, ja. Tja, die glaubt wohl, dass zwischen uns beiden was läuft. Scheint so. Ja. Wie gesagt, sie ist ja jetzt nicht gerade die Schnellste. Würdest du dich ja auch nicht mit so einem planlosen Chaoten abgeben, oder? Ja, aber ich würde dich auch nicht feuern. LCL hat entschieden, dich als Fotograf zu behalten. Und da ist sich LCL auch ganz sicher? Ja, LCL denkt sehr viel nach, bevor es entscheidet. Allerdings, naja, seit wir uns kennen, da sind ja schon einige böse Überraschungen passiert. Und wenn du mir noch irgendwas sagen willst, dann wäre jetzt der richtige Moment dafür. Du willst mir also erzählen, dass diese Blanka Müller die große Liebe deines verstorbenen Vaters war? Wieso hast du die Brünette einfach weggeschickt? Wenn ich jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, doch nicht mein Sohn. Bin ich aber. Ich hab sie nämlich angelogen. Oh je, den Blick kenne ich. Nein, nein, ey, ich war nur abgelenkt, sorry. Von deinen Augen. Von meinen Augen? Ja, die lenken einen manchmal ab. Ich verspreche keine bösen Überraschungen mehr. Ich finde es süß, dass du anscheinend ein Romantiker bist. Das heißt, ich darf bleiben? Du bist die Beste! Na dann, wir kommen zurück. Wer soll denn da sein? Mir war gerade so, als hätte ich Ginas Stimme gehört. Gina? Ja, Gina. Du warst schon Candy O. Ja, du weißt, wie man damit umgeht. Ich dachte, ich hätte alle Kopien an Fritsche weitergegeben. Was? Nicht sicher. Naja, hätte ich auch von selber drauf kommen können. Sag mal, macht sie dich auch so an? Was? Wie bitte? Ich finde das total abtörend. Ja, und warum ziehst du es dir dann rein? Weil. Mein Gott, weil alle Männer sie geil finden und ich wollte einfach wissen, was das ist. Alle Männer. Naja, du und.
Tim Helmke zum Beispiel. Waren die beiden nicht mal zusammen? Echt? Mann, jetzt zisch ab! Ich möchte mit Candy O alleine sein. Dabei will ich nicht länger stören. Sie hat, zwei schlagkräftige Argumente und sie ist gut im Bett. Das gefällt Männern an ihr. Naja, sie ist jetzt keine Herausforderung oder jemand, in dem man sich verlieben würde. Im Gegensatz zu dir. Und ich bin sicher, dass Tim Helmke das genauso sieht. Hey, ich wollte dich nicht stören, aber kein Ding. Schieß los. Du hattest recht. Womit? Dass du auch nicht perfekt bist. Und deswegen klingelst du, um mir das zu sagen? Naja, also, mein Freund hat's drauf ankommen lassen und alle Geschichten ausgepackt. Und dafür gesorgt, dass alle Altlasten verschwinden. Und? Ja, sie hat ihm tatsächlich noch eine Chance gegeben. Damit hattest du auch recht. Muss eine tolle Frau sein. Ja, Mann, das ist sie.